Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von World of Warships in meinem Kanal Magis Zockerbude. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und wir sind hier heute wieder mit der dicken Bertha unterwegs, die nette Fuso Tier 6 Schlachtschiff der Japaner. Ich kann es nicht oft genug sagen, mit 6 Geschütztürmen. Das Ding ist eigentlich eine reine Waffenplattform. Alles, was sehr, sehr nah rankommt, wird zu Fischfutter verarbeitet. Und ich muss jetzt einmal hier ein bisschen drehen. Sonst fahre ich der stehenden Aoba gleich in die Karre. Wird aber auch sehr, sehr schnell entdeckt. Vor allem bei kleinen Karten, da ist man direkt offen. Ohne dass man überhaupt schon den Motor eingeschaltet hat. Liegt aber auch daran, dass das Ding schon sehr, sehr massiv ist. Hat auch eine sehr, sehr hohe Reichweite. Wir sind hier bei 21,7 Kilometer. Plus, wenn wir noch den Aufklärer starten, haben wir glaube ich noch mal 20% da drauf. Also sind wir irgendwo dann bei ja, über 22, 23, wenn nicht sogar noch ein bisschen mehr Kilometer, um halt unsere tödliche Fracht bei dem Gegner abzuliefern. So, jetzt haben wir da hinten schon ein bisschen Kundschaft. So eine Minekase, da brauche ich auf 16 Kilometer schon mal gar nicht drauf schießen. Wir eröffnen das Feuer auf Yaoba, ein japanischer Zerstörer, Kreuzer. Tier 6. Da schießt irgendwas auf mich. Das kann nur die Kongo sein. Na, ich sehe ja schon ein paar Kugeln fliegen. Wir drehen rein. Da müssen wir gleich mal ein Echo machen. Ich habe auch Inspekteurskill. Sprich, wir haben... Wir haben einmal Reparatur mehr und einen Aufklärer mehr. So, wir drehen rein. Ich denke, da kommt nämlich gleich wieder was. So, jetzt müssen wir mal die Kongo mal richtig erwischen. Zu kurz. Wir haben keinen Schaden gemacht. So, haben wir schon reingedreht. Dreh dich, dreh dich, dreh dich. Drehen! Wo kommen die denn jetzt schon wieder her? Ah, scheiße. Ja gut, einen muss ich nehmen. Ich muss hier glaube ich gleich erstmal komplett abdrehen. Alter Schwede, ey. Läuft gerade mal so gar nicht. Ich verstehe jetzt gerade auch wieder nicht, warum ich so gar nichts treffe. Komm, nachladen, bitte. Abdrehen, abdrehen, abdrehen. Nochmal ein Versuch. 1000 Schaden gerade nur gemacht. So, jetzt haben wir ein bisschen mal was auf der Kongo gemacht. Unglaublich. So, bei der ist der Motor kaputt. Wir schießen jetzt schon wieder auf mich. Achso, das ist die Aoba. Wir schießen nochmal auf die Kongo. Und drehen jetzt auch ab.
Sie tut es nämlich auch. Jetzt muss ich einmal meine Geschütze drehen. Es läuft gerade nicht so ganz rund bei mir. Gerade wieder unvorstellbar, wie sehr man daneben schießen kann in diesem Spiel. So. Erste Runde. Fahren wir einfach mal der Tsuyu in die Karre. Ja, die Kongo nicht so schnell, ey. So, wir drehen wieder. Also jetzt dreht sie komplett weg. Wir reparieren uns einmal kurz und dann müssen wir mal schauen, dass wir hier mal ein paar richtige Treffer landen, weil das gefällt mir gerade so nicht. Die Kongo, die verzieht sich. Jetzt können wir uns eigentlich mal auf was anderes konzentrieren, was näher dran ist. Die New Max zum Beispiel, 14 Kilometer. Schon mal 3000 Schaden gemacht. Die Aoba ist auch raus. Oh Gott, ey, ich spiele schlecht heute. New Max, die dreht jetzt mal komplett weg. Die dreht schön rein. 5000 Schaden. Dann gehen wir mal schön auf C. Fangen hier mal an zu cappen. Das Problem ist jetzt, sie fährt von mir weg und dementsprechend werde ich sie kaum beschädigen können. Das ist bei New Mexico oder fast bei jedem Schiff so, die so angeschrägt wegfahren, die Kugeln, die prallen einfach nur so ab. Und dementsprechend macht man auch dann keinen Schaden. Sie versucht Schaden auf mir zu machen. So, schön reingedreht wieder. Beschuss kann nur von der Kongo kommen oder von der New Mexico. Gucken, wo die Kugeln gleich kommen. War die Kongo gewesen. So, ach ey, jetzt muss die New Mexico schießen, klar. Für einmal jetzt die volle Salve. Geht doch. Bye, bye. Ja, konzentriert mal das Feuer auf den hier. Ja, lass es brennen. So. Sofort gelöscht und repariert. Jetzt geht's auf die Independence. Machen wir mal kurz ein bisschen langsamer. Jetzt gucken wir das Schauspiel an. 5 Treffer, 13.000. Sehr schön. Jetzt machen wir gleich noch eine Salve.
Drohnen sind unterwegs. Ah, viel hat sie nicht mehr. Ist die Mutsuki, die Mine Kase ist noch drin, muss ich aufpassen. Auf feindliche. Die muss ich sportlich. Ach du Scheiße. Alle fünf. Wir haben jetzt noch 52 Sekunden. Also, die Fuso, die kann sehr, sehr gut Torpedos einstecken. Aber das wird knapp. Das wird sehr, sehr knapp. Ich muss erstmal hier hinterm Dingens bleiben. Eine Minute Wassereinbruch. Ich habe noch 30. Alter. Jetzt muss ich auch noch reindrehen. Ne, da gehe ich unter. Wo war die Flugabwehr gewesen? Tja, das war's von mir. Das waren ein paar Torpedos zu viel gewesen. Auch das war jetzt einfach auch keine gute Runde gewesen von mir auch. Man kann nicht immer gewinnen. Wir werden wohl das Match gewinnen, aber mein Pot geht jetzt definitiv unter und war eine sehr, sehr schlechte Runde von mir. Danke trotzdem fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.